Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zurück zu Minecraft To the Sky. Hallo, Robbit. Na, du Kleiner. Hi, I'm Robbit. Energy 40 von 40. Following false. Rename, teleport back home. Change appearance. Was kannst du denn? Robbit Crafting Grid. Inventory. Smelting. And Repair. Wow. Toggle Follow Mode. Oh yeah, guck mal. Er läuft mir hinterher. Wie niedlich. Na, du mein Kleiner. Ehrlich. So, sind jetzt hier in der Augen. Ach, nein, sind keine drin? Oder ziehe ich sie raus? Das ist wiederum die Frage. Nein, keine Enderperlen. Das ist doch zum Kotzen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist doch zum Verzweifeln. Also, Belohnung abholen. Belohnung abholen. Bist du denn? Der kann für mich... Das ist ein Miner. Logistic Sorter. Robbit. Steel Casing. Teleportation Course. What? Atomic Alloy. Ach, du mein Heiliger. Also dafür muss ich jede Menge von dem Reinforced haben. Habe ich nur 12 Stück von. Alloy? So. Davon geht nur mit dir. Und davon geht mit Redstone und Iron. Okay, fangen wir doch mal damit an. Also, Iron haben wir genug, Redstone haben wir genug. Und du bist... Nein, du hast noch Obsidian drin. Okay. Du bist leer, du bist leer. Dann mach das mal zum Anfang. Erstmal ganz, ganz viele davon. Dann kannst du dich mit deinem Obsidian um noch mehr von dem hier kümmern. Nee, das war Diamant halt. Das waren ja auch die Barren. Ich brauche jetzt aber tatsächlich Dias. Auch noch mehr von den Dingen. Oh, guck mal, Händler. Was hast du denn diesmal Schönes? Sturdy Bee Cage? Her damit. Aha, aha. Aha. Bleibst du hier? So, gib mal her. Wie viel hat er denn davon? Coral? Black Dye? Könnte ich auch mal ein paar gebrauchen. Passt nicht mehr. Schade eigentlich. Gears kann ich im Moment gerade ganz viele gebrauchen. Auch nicht mehr. Goldener Apfel ist mir erstmal egal. Onions. Weiß ich auch nicht. Also. Bienen. Dankeschön. Apropos Bienen. Einmal. Zweimal. Einmal. Und so, kurz möglichst viel aufsammeln. Ja, Robert. Hey, wieso nimmt der Schaden? Hör auf! Hör auf! Komm doch einfach da raus. Komm doch einfach da raus. Du musst keinen Schaden nehmen. Ich hoffe. Oh, nur noch ein halbes Herz. Verdammt. Bitte reparier dich mal selber. Ich möchte nicht, dass du kaputt gehst. So. Toggle Follow Mode off. Und geh erstmal nach Hause. Danke.
Ich möchte nicht, dass du kaputt gehst. Dafür warst du zu teuer. Warum habe ich das Zeug jetzt eingesammelt? Weil ich noch Erde machen will. Und das sollte ja eigentlich alles zu Erde werden. Erde werden. Erde werden. So, dann kann das wieder rein. Advanced Control Circuit kann rein. Ihn später, wenn ich das da hinten fertig habe. So. Das Loy ist in der Mache. Diamanten müsste ich gerade mal klein hauen. Also noch mehr als schon vorher. Und haben wir jetzt inzwischen was Schönes hier drin? Nein. Mist. Warum nicht? Mögt ihr mich nicht? Habe ich was falsch gemacht? Obsidian brauche ich jetzt erstmal nicht. Clay brauche ich auch nicht. Was habe ich denn noch mit Lava hergestellt? Ja, den Endstone. Das wäre jetzt was, was ich bräuchte. Und mein Akku vom Headset ist leer. Und schon ist der Akku wieder voll. So. Der läuft erstmal durch, bis leer ist. Der ist fertig. Und kann mir weiter Stahl herstellen. Firma dankt. Das kommt da rein. Und ich wollte Sand. Da habe ich so viel Sand in mein ME-System geschmissen. Dummheit. Was? Wieso? Das ist nicht Sand? Moment mal. Der Sand geht da rein. Alles auf Halt. Also hier muss auf jeden Fall Sand rein. Das weiß ich. Wegen Witchwatcher. Aber ich dachte... Ach nee, das war der Glowstone Dust. Ich... Gut. Kommando zurück. Mein Fehler. Entschuldigung. Glowstone Dust. Glowstone Dust. Glowstone Dust. Hätte ich mir auch merken können. Jo, passiert, wird zu Endstone, wunderbar. Und da unten kommt er schon angelaufen. Schön. Hm, kommt gut was zusammen. Halber Stack und ich gehe rüber. Endstone. Endstone kann man doch gar nicht sieben. Endstone muss doch erst durch den Hammer durch. Ohne den geht das doch nicht. Und dann geht das... Crushed. Crushed. Dabei kann es rumkommen. Die Enderperle. So, lieber Robby-Roboter. Dich brauche ich für das große Ding hier. Altemodium-Ingot. Will ich's wissen? Altemodium-Dust. Und den Dust bekomme ich... aus der Enriched Chamber, indem ich Dirty Dust nutze. Dirty Dust wird aus dem Klumpen gemacht. Und der Klumpen, lass mich raten, ich drehe mich jetzt im Kreis. Raw Ore. Und das Ore bekomme ich aus... Nö. Händler! Musst du...
mir in die Aufnahme rennen, du. Ja. Das sind ganz komische Sachen dabei. Da sind ganz, ganz komische Sachen dabei. Ich meine, soweit noch so klar. Guck mal. So, Digital Miner. Brauche ich das alles? Für das Atomic brauche ich das Reinforced. Das Reinforced wird aus dem normalen mit Diamanten. Soweit, so klar. Dafür wird ja gerade da hinten. Oder ist er schon fertig? Der Dust hergestellt. Das waren nur fünf. Ach ja, waren nur fünf Dias. Aua. So. Dann machen wir da erstmal den Dia-Dust rein. Und fangen an, die umzuwandeln. Ich gehe mal Diamanten plündern. Kann man das eigentlich auch klein hauen? Das wäre jetzt meine Frage, ob ich die Rüstung hier reinhauen kann. Pulverizer. Und wie viel kommt da raus an Dust? Weil die Brustplatte besteht ja aus 8 Dias. Das heißt, 8 mal Dust? Ja, gut. Hätte ja auch anders sein können, ne? Hilfreicher. Habe ich jetzt den Dust hingetan? Och, komm jetzt! Habe ich nicht gerade aus dem Ding mit Shift-Click 3 Dust rausgeholt? Nein, ich habe 3 Dias rausgeholt, weil die Rüstung Dias gemacht hat. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. So. Also, davon noch ein bisschen. Und den. Und wenn der durch ist hier mit dem Redstone, dann wird der umgebaut auf die zweite Stufe. Für das Alloy. Und zwar haben wir jetzt von dem auf den. Jetzt müssen wir den auf den. Und dafür brauche ich Enriched Obsi. Feind. Ich will ja nicht sagen, das geht mir auf den Sack, aber kann man den Ton ausschalten? Appearance, Rename, Teleport. Sonst baue ich den gleich ab. Okay, Stille. Danke. Also, nochmal, ohne Refined Obsidian Dust. Dafür brauche ich Diamanten, den Obsidian Dust. Obsidian Dust, das heißt, ich müsste das mit den Dias hier drin machen, um die restlichen klein zu kriegen. Also zweimal Dia für die Stufen. Wenn es danach geht, dass ich gesagt habe, ich will den Rohstoff immer in einem lassen, glaube ich, hätte ich jetzt schon 6 oder 8 Stück von den Dingern bauen müssen. So viel wie hier inzwischen dazu kommt. So, und das Zeug brauche ich jetzt hier dafür? Den da? Ja, brauche ich aber 40. Wie viel bringt einer? 10? 20? Aua, ist das teuer! So, jetzt wird ein einziger hergestellt.
Wie viele Diamanten gehen denn da durch? Du Mann. Ja, viel Spaß. Dachte, ich wäre mit Diamanten gut dabei. Oh, Moment. Das könnte ich doch... Das sind doch Diamanten. Enriched Diamanten. Flupp. Wieder gefüllt. Juhu. Komm, noch eins, dann kann ich das noch drüben reinschmeißen. Danke. Damit haben wir die erstmal versorgt. Und für was? Also für den Miner. Die beiden hätte ich jetzt. Das Metall, noch keine Ahnung. Logistical Sorter. Das ist dieser hier. Einmal. Und zweimal. Damit wäre der auch erledigt. Dann die Teleportation Course. Teleportation Course. Brauchen auch nochmal. Und ich habe keine Diamanten mehr. Das ist doch wohl jetzt nicht wahr, oder? Was? Ja, spuck doch meinen Hund an, du Lama, du. Sind zwei. Das reicht immer noch nicht. 110. Komm, klick einer noch. Los. So. Da. Die nächsten zwei. Wisst ihr was? Komm. 2, 5, 6. Reicht es? Inscriber Calculation Press. Brauche. Wieso brauche ich den? 24, das heißt, du willst 25 mal was pressen. Label 12 to craft 69, das ist es nicht. To craft 25, das heißt Printed Calculation Circuit. So, jetzt kann ich euch zumindest mal zeigen. Printed Calculation Circuit. Das ist falsch. Programmiert. So, Shift-Rechtsklick mache ich den leer. Also, wenn ich den jetzt hier reinlege und sage Calculation. Und das mit der Calculation Press. Klicke auf Plus. Hol aus dem Rezept den raus und sage so. Fertig. Und hier sage ich den wieder rein. Weil die Dinger liegen ja schon drin und bleiben drin. Sollte es mir jetzt eigentlich möglich sein, wenn ich hier drauf gehe und sage Craft, den herzustellen. Wenn der Glowstone nicht fehlen würde. Aber so auf diese Art und Weise könnt ihr halt mit den Crafter umgehen und müsst nicht dann tausendmal diese Presses noch herstellen. Einfach im Rezept rausnehmen, in einem fest liegen lassen, den Pattern Provider einmal ran und damit funktioniert es. Wieso habe ich keinen Glowstone Dust? Du kommst doch woher, Glowstone Dust?
Aus einem Sieb. Und zwar Glowstone Dust aus unserem habe ich eine Chance von 6,2 Dust. Sag mal, du kriegst gleich einen Schlag. Was Neues? Nein, dann geh. Und warum komme ich mit meinem Glowstone nicht weiter? Geht er doch. Hopper, der wandert nach da. In die Kiste. Da habe ich doch. Sind da! Zwei Hinteraugen. Dass ich das noch erleben darf. Moment mal kurz. Ganzen Schrott mal raus, dass ich hier eine bessere Übersicht kriege. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Das gibt's nicht mehr. Und der Rest kommt jetzt einmal hier rein. Und wieder rauf. Ich sollte jetzt hier irgendwo den Glowstone Dust wiedersehen. Ist der denn so langsam in der Produktion? Und die Enderperle rein. Nächste. Glow. Ja, jetzt sind wir bei 28. Es dauert halt einfach nur. Und weil ich zwischendurch auf der Strecke auch den Endstone hatte. Ich habe nichts mehr zu essen, fällt mir gerade auf. So, weg damit, weg damit, weg damit. Brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Will ich nicht. Was haben wir denn hier noch zu essen? Kurzer Snack. Dann zum Thema Erde. Ein Side-Project, mein Garten. Bin ich ja auch noch dran. Ist etwas dazugekommen. Sehr schön. Diesmal zu, weil das wird ja für die Tiere. Wenn ich so ein Wand dabei habe, wieso nutze ich ihn nicht? Kann mir auch keiner beantworten, ne? Ja, wenn du da mal weggehen würdest, könnte ich auch die restlichen Dinger da hinsetzen. Dann setze ich sie so lange hier hin, wenn du. Ja, jetzt ist klar. Erst zanken, ne? So, und jetzt kommt hier Gras drauf. Habe ich die gerade weggeräumt oder weggeschmissen? Bitte nicht. Melonen, Farn, Farn, was? Einer. Klar. Viel Spaß beim Ausbreiten. Ja, bei dir weiß ich immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Kein Gras. Jetzt genug für die 256er, 30, wahrscheinlich immer noch 18, also 48 Stück merken. Geht's dir jetzt eigentlich wieder besser? Nein, du hast immer noch ein halbes Herz. Kannst du dich selber reparieren? Kann man den denn reparieren, den Arm? Komm. Ich möchte nicht, dass dir was passiert. Das geht nicht. Okay. Kann ihn nicht einräumen. Ich kann ihn nur aufheben, oder? Ja. Rechtsklick, Linksklick wäre schlagen. Das mache ich jetzt bestimmt nicht.
Pressurized Reaction Chamber. Basic Chemical Dynamic Tank. Rich Chamber. Hätten wir, könnten wir machen. Combines gases, solid items, liquids to produce an item and byproduct. Is needed to generate endgame materials and armor. Okay. Enriched items. Enriched carbon. Enrichment chamber. Also Kohle. Fangen wir doch mal damit an. Wir haben uns das Teil ja hier hingebaut. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber ich mach's, weil es sieht cool aus. Gefällt mir. Kann ich auch eine Möhre da reinschmeißen? Nein. Oh, guck mal, Autosort. Cool. Okay, erste Belohnung erhalten. Ich freue mich. Ich sage danke. Dann Elektrolyt-Separator. Verification. Okay. Also, dann wirst du das nächste, was gebaut wird. Aufnahmetimer, 3 Minuten noch. Mit dem ME-System geht das doch, oder? Pressurized Reaction Chamber. So. Doch. Alter, was ein Wort. Fangen wir mal damit an. Davon brauche ich eine neue. Also einmal den. Dann. Einmal den. Dann. Einmal den. Stil, schon wieder. Holen wir den doch einfach aus der Kiste raus. Was habe ich gesagt? Das da, ne? Und einen Basic Empty Tank. Einen zweiten brauche ich gleich für mein Jetpack aufzuladen. Und siehe da, er ist da. Und wir machen uns noch einen leeren Tank. Weil ich habe nämlich das Problem, wenn ich das Jetpack aufladen möchte, muss ich ja hier hin. Und da der Tank voll ist, läuft er jetzt voll. Gut. Auch wieder viel geschafft, ne? Pressurized. An der. Belohnung abholen. Create Endgame Items. So, wenn ich da jetzt draufklicke. Nein. Hallo? Left Shift for Details. Soweit so klar. Rechtsklick, dann zeigt er mir an. Okay. Ah ja, hier sind die Rezepte. Also Kohle zu Sulfur Dust, Hydrogen, Slabs zu Hydrogen, Reaction Chamber. Was habe ich jetzt gebaut? Doch, habe ich. Naja, ich schaue mir das für die nächste Folge an. Ich bin durch für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben und einen Comment zu jedem Video, würde ich mich drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo auf dem Kanal da lassen. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.